Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir fangen mal wieder an mit den Kommentaren. Wieso, von Maximax, wieso sind die Combo Mastery in den letzten Tagen nur so schlecht? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Also die letzten Tage, mega schlechte Kombos. Also, das ist schon echt übel. Aber da wird wieder was kommen. Schauen wir mal. Also, dann geht's weiter hier. Die sture Katze. Hi, kannst du mir sagen, wie ich Peter auf Insel 31 besiegen kann? Und herzlichen Glückwunsch. Peter auf 31. Mache ich wahrscheinlich dann ein separates Video dazu. So. Genau, werde ich machen. So, erstmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Werde ich Herrn Sofort weitergeben. Und auch hier von Laulau alles Gute nachträglich von mir, Herr Sofort. Vielen Dank, Laulau. Auch das werde ich an ihn weitergeben, da wird er sich freuen. So, dann geht's weiter. Dann gucken wir jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier am Start? Nach wie vor der Quagmire bei der Mamas altmodischen Geheimnisschatulle. So. Dann haben wir hier im Shop. Ist die neue Box rausgekommen? Ah, jetzt habe ich schon hier geleakt. So, erstmal Mythic Haley. Heavy Metal Haley. Hypnotoad, Chinchilla, also Dick Twain und Eugene Belcher. Die Haley haben wir uns ja schon in einem anderen Video angeguckt. Auf jeden Fall eine mega nice Karte, Charakterkarte. Hier haben wir jetzt Cigarette Addicts. Wenn man die nur einmal hat, dann kommt schon sowas bei raus. 11, 29, 9-fach Leech, 5-fach Craze, 9-fach Gas, was gar nicht mal so schlecht ist. Eine Pre-Combo halt. Dann haben wir hier Prescription Weed. Gucken wir mal da rein, was da so alles gibt aktuell. Nach wie vor sind eben die gleichen Kombos hier. Ja. Sind schon nicht schlecht. Ja. Aber ist jetzt nichts Neues dazwischen, oder? Ja, die erste, naja, hab ich auch schon alles schon gesehen hier. Trippy Zoidberg, Space Honey. Ja. Hypnotoad, Chinchilla, Addict Wayne, Hank Hill und Mac Griffin. Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt sind wir eigentlich schon soweit. Genau, wir können jetzt in die Combo Mastery reinschauen. Und nein, nein. Das ist direkt in the face, ne? Also, ehrlich wahr, das tut so weh. Oh, es tut so abartig weh. Ja, da hinten die Flügelmutter Amy zu sehen. Das ist echt nicht normal. Ja. Das ist echt nicht normal. Ja gut, was willst du machen? Das ist halt jetzt einfach so, ja. Oh Mann. Naja gut, also gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Außerdem habe ich irgendwie übersehen, mir im Hintergrund noch die Kombos rauszuziehen. Hier gerade müssen wir mal gucken. So. Also, fangen wir an mit der Wingnut Amy. Und die ist halt echt, es tut echt weh. Also, die ist mega nice. Gucken wir uns die mal an, was die so kann hier. Also, da haben wir hier einmal das Mäuerchen, dann haben wir den Punch und dann haben wir Craze, ne? Mit der Dr. Amy Wong mit einem Hypnotoad. Lass mal gucken, was passiert denn, wenn wir das Ding hier, wenn wir das mal Quad-Fusen, also Maxed Out machen. Wow. Holy Crap. Da haben wir hier schon 18-fach Mauer, 22-fach Punch, 13-fach Craze. Die Werte dann alle nochmal plus 10% bei einer Combo Mastery. Das heißt also, wir hätten dann insgesamt gesehen 27 Angriff, 77 Leben. Wir hätten wahrscheinlich 15 Craze und wir hätten wahrscheinlich 25 Punch und die Mauer wird wahrscheinlich 20 dann sein.
Das ist schon echt hart, ja. Das ist schon echt hart. Aber gut, was willst du machen? Es sei uns nicht vergönnt, sage ich mal. Ja, es sei uns nicht vergönnt, den Free-to-Play-Spielern in der Situation müssen wir halt wirklich mitleben. So ist es halt. Ne? So ist es. So, also. Na, jetzt bin ich hier schon in die nächste reingegangen. Sorry. Ja, machen wir mal weiter. Gehen wir in die nächste Kombo rein. Wer natürlich genügend Gems zur Verfügung hat, ja, das Ding ist halt echt der Knaller. Das wisst ihr aber dann auch. Also die Whales und die Pay-to-Win-Spieler, die werden sich das Ding sowieso holen und hochballern bis zum geht nicht mehr. Dann sind wir jetzt hier bei Tattooed Fat Guy. Und der Tattooed Fat Guy ist eben ein Fry. Ja, der ist jetzt nicht ganz. Habe ich mich auch noch hier verklickt. Was ist denn heute los? Haben ein Mäuerchen und motivieren zur Seite. Das ist es dann aber auch schon. Also, ist jetzt nicht der Oberknaller gerade, ne? Ja. Naja. Gucken wir mal. Dann haben wir als allernächstes, also dafür 500 Gems auszugeben, lohnt sich nicht. Nicht mal für die Whales lohnt sich das. Nicht mal für die Whales. So, dann sind wir hier bei Pocket Sand. Und auch das gucken wir uns jetzt mal an. Pocket Sand, das ist die hier. Die habe ich vorhin reingemacht. Konntet ihr dabei zuschauen. So, da haben wir ja ein bisschen Gas. Und den Dale gibt es halt nur in der Common-Version. Also für die Free-to-Play-Spieler halt jetzt wirklich nichts Anständiges dabei hier, ne, in der Situation. So, das ist nicht wirklich prickelnd. Und dann haben wir noch zuletzt hier den DJ Klaus. Ich spare jetzt Maxi Max meinen Kommentar dazu. Ja, und dann blenden wir auch mal den DJ Klaus noch ein. Combo Recipe. So, und das ist der hier, der hat ein Mäuerchen. Kriegt halt Leben mit hinzu. Haben wir irgendwo, da haben wir einen Klaus Heißler mit einer Furzschwule. Hochbegabte. Was haben wir denn, wenn ich den jetzt mal Quadfuse, Maxed Out? Was kommt dabei raus? Hier zum Beispiel 8, 88, 13 der Mauer. Ja. Was damals 16 Angriff hier bei Rubberneckers. 14er Mauer. Ist jetzt auch nicht wirklich toll. Also die Combo ist nicht prickelnd. Ja, also was kann man über die heutigen Combos sagen? Für die Whales oder die Pay-to-Win-Spieler. Ich freue mich für euch. Congrats für die Wingnut Amy. Wir Free-to-Play-Spieler gehen wieder mal leer aus. Aber ich bin mir sicher, da kommt auch wieder was. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, läutet die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.